Ich habe die Frage vergessen. Geil. Vor allem im Designprozess, ich habe super viel Film-Soundtracks, so Star Wars. Ich bin ein riesengroßer Star Wars-Fan. Ja, ich würde zum Beispiel nicht in Deutschland ein Label gründen. Ich bin so der Meinung, ich glaube, die Deutschen interessieren sich aber nicht für Mode. Das ist so. Ich bin Susanne, ich bin Designerin und habe heute das Cropped Magazine zu Besuch. Kommt ungefähr so gut wie nie vor gerade. Lustigerweise auch, ich mache viel für Balbina, eigentlich gerade ausschließlich nur für Balbina, und witzigerweise habe ich den Stoff, aus dem ich dann schlussendlich angefangen habe, ihre Klamotten zu machen, den habe ich echt für mich gekauft. Und dann hieß es, ey, wir machen jetzt ein Video und ich hätte ganz gerne, dass du meine Klamotten machst, und dann habe ich den Stoff direkt dafür benutzt, habe mir auch daraus nie Klamotten gemacht. Wir haben einen gemeinsamen Freund, den Nikolaus Rebscher, der produziert auch, oder hat ihre Platte auch produziert, das, über das Grübeln. Und ja, dadurch habe ich Balbina kennengelernt, konnte ihre Musik vorher auch schon so ein bisschen Sneak Peek-mäßig hören und fand das super. Und genau, dann sind wir uns eben auf dem Flur begegnet und haben gequatscht. Und dann fand sie die Sachen, die ich gemacht habe, ganz cool. Und dann hieß es irgendwann, ey, wir drehen jetzt ein Video und ich fände es cool, wenn du meine Klamotten dafür machst. Und dann habe ich gesagt, ey, geil, mache ich. Es war eher automatisch. Es ging ja los, als wir das Video zum Nichtstun gedreht haben. Und da gibt es eine Textstelle in ihrem Song, ich zähle die Polka-Dots auf meinem Glockenrock. Und das war für mich natürlich sowieso schon ausschlaggebend. Und dann war die Frage damit schon beantwortet, was sie erstmal anziehen wird, so grundsätzlich. Und ansonsten sie hat mir da super viel Freiheiten gelassen. Also eigentlich, wir machen fast nie Anproben für irgendwelchen Videos. Oft ist es so, dass sie vertraut mir halt blind. Das finde ich echt toll. Und ich glaube, das hat man nicht so oft. Weil sie einfach, wir funktionieren einfach super miteinander und gucken einfach in die gleiche Richtung, was Design betrifft. Wenn ich anfange zu designen oder Schnitte mache, dann schicke ich ihm meistens Bilder rum und sage, hey, guck mal, das habe ich gerade gemacht. Findest du es gut, findest du nicht so gut und dies und das. Und ja, Silhouette, die ist halt irgendwann gekommen. Und dann ging damit bei Nichtstun eben auch los und ist jetzt bisher so geblieben. Hat sich so ein bisschen verändert, kommen ein paar Sachen dazu oder fallen weg. Schon sehr. Also gerade bei Wieners Musik ist es ja auch so, die ist ja sehr besonders und da funktionieren wir halt, wie gesagt, einfach auch so gut, weil die Klamotten, die ich dann für sie mache, auch in dem Moment sehr besonders sind oder sehr anders. Ich kann ganz oft, vorhin hat mir eine Freundin wieder geschrieben, bei Fritz hat jemand gesagt, sie trägt so Sachen, die aussehen wie Lady Gaga. Das sagt man natürlich deswegen, weil man in Deutschland sonst keinen anderen Vergleich hat zu irgendjemandem, der anders ist. Also sagt man natürlich sofort Lady Gaga. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil besser irgendwie so drüber zu reden, als gar nicht über meine Sachen zu sprechen. Ja, Musik ist mir an sich sehr wichtig, weil es für mich so die einzige Kunstform ist, wo du was oder was in einem echt krasse Emotionen hervorrufen kann. Wenn ich mir jetzt ein Bild anschaue, könnte ich davon jetzt nicht heulen oder weiß nicht, vielleicht könnte ich loslachen. Aber sowas, was sich so tief innen drin berührt und meine Gänsehaut bekommt, ist mir mit keiner anderen Kunst passiert. Passiert auch nicht bei Klamotten. Wirklich eine Inspirationsquelle, weil ich gar nicht weiß, wo meine Inspiration herkommt, ehrlich gesagt. Die kommt einfach ab und zu. Es ist einfach so, jetzt ist es da. Und jetzt muss ich das irgendwie aufschreiben, was ich im Kopf habe oder aufmalen. Und genau, also kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, ich reise ja viel durch die Welt. Und ich glaube, da passiert es einfach. Ich will es auch gar nicht sagen, Architektur oder so, diese ganzen Sachen. Passiert einfach, kommt einfach. Wenn ich mein Muster sehe oder so. Sehr unstrukturiert. Das passiert halt einfach. Meistens fange ich an der Schneiderpuppe zu arbeiten. Also viel passiert bei mir über Drapage. Und dann stehe ich an der Schneiderpuppe und fange an, so Probestoff zu drapieren. Oder einfach wahllos drauf loszuschneiden, irgendwelche Löcher reinmachen. Oder einen Ärmel kürzer, länger oder so zu schneiden. Und dadurch passieren dann einfach so Sachen. Ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt wirklich anfängt, so auf dem Blatt Papier und mit einem Stift da loszumalen, sondern kommt auch vor, aber eher
also so viele Ideen passiert ist. Aber wenn ich wirklich in den Prozess reingehe, dann passiert einfach ganz viel möglich mit dem Material. Ja, nee, ich wollte es irgendwie schon immer machen. Ich glaube, das hat sich so entwickelt. Meine Mom hat mir früher immer so Klamotten geschneidert, die ich unbedingt haben wollte. So ausgeflippte Hosen und sowas, die ich dann ihr quasi designt hat und sie hat das für mich umgesetzt. Und ich glaube, dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und generell, sie hat sich auch früher selber Klamotten viel gemacht und ich glaube, das fand ich immer ganz toll oder so zum Faschingskostüme und so. Und ja, und ich wollte halt einfach irgendwie immer Klamotten haben, die es irgendwie nicht gab. Also das Material muss mir extrem gut gefallen. Also ich mag sehr, sehr gerne technische Stoffe. Also ich mache auch sehr gerne so Stoffbearbeitung an sich. Also wenn ich jetzt, in Berlin ist es meiner Meinung nach nicht so einfach, gute Stoffe zu finden. Ich kaufe viel woanders, also einfach in der Welt, wenn ich mal durch die Gegend fliege, so Sachen ein und oder neue Stoffe und probiere dann damit rum und bearbeite die in verschiedensten Arten und Weisen. Und das möchte ich ganz gern beibehalten, weil es macht mir unheimlich viel Spaß und so kann man mit, damit kann man auch echt was Neues so, ja, an, ja, in die Welt setzen. Generell würde ich sagen, nein, weil ich, also es gibt ja immer echt unterschiedliche Trends und wo ich jetzt einfach nicht so ein Fan von bin. Ich gehe auch super, ich hasse einkaufen. Echt, wirklich, das finde ich ganz schlimm. Und einfach auch, weil ich dann so bombardiert werde mit solchen Sachen, mit so Trends. Ja, also von daher würde ich jetzt sagen, richte ich mich nicht wirklich nach Trends. Also es gibt, vielleicht, ich glaube, die Stofflichkeit, die ich jetzt gerade so ein bisschen benutze oder sehr viel benutze, ist jetzt, glaube ich, so ein Trendding vielleicht. Das ist schon das, was ich jetzt gerade so mache, ist schon das, was ich auch echt gerne machen möchte oder was mir auch echt super gefällt. Und ich plane jetzt nicht wirklich, ja, ich würde zum Beispiel nicht in Deutschland ein Label gründen. Also das heißt, ich würde es vielleicht hier gründen, aber ich würde auf keinen Fall hier verkaufen wollen, weil die Sachen, die ich mache, würden, glaube ich, die Deutschen generell nicht interessieren. Ich bin so der Meinung, ich glaube, die Deutschen interessieren sich aber nicht für Mode. Das ist so. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann mehr geht. Aktuell, ich verfolge das ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich bin nicht so ein Fashion Week-Gänger, beziehungsweise ich verfolge auch Berliner Designer so gut wie gar nicht. Nicht jetzt, weil ich das doof finde oder so, sondern einfach, ja, also ich verfolge so gut wie kaum irgendwelche Designer. Ich gucke mir viel, in Japan gucke ich mir viel an, so auch Kunstausstellungen und so, aber ja, sonst weiß ich nicht. Ich denke einfach, Berlin ist noch am Üben und ich denke schon, dass die eine Chance haben, dass es das irgendwann mal klappt, dass das alles ein bisschen ernster genommen wird, weil du hast schon recht, klar, es wird ja unter anderem auch belächelt, viel doofes Zeug drüber geschrieben und so. Finde ich sehr schade, auch für die Designer, die sich da echt auch einen Arsch aufreißen und Mühe geben, darf ich das sagen? Entschuldigung. genau. Ja, schauen wir mal, wo das ganze Ding mit Berlin hingeht. Also die Klamotten, die ich jetzt gerade mache, sind, gehen natürlich alle schon unter meinem Namen, aber ich habe jetzt bisher noch kein Label gelauncht und ich kann auch gar nicht so wirklich viel dazu sagen, weil ich noch gar nicht richtig weiß, wo es damit hingehen wird. Ich hoffe natürlich, dass ich daraus was machen werde. Vielleicht ein Label launchen. Mal gucken. Ich bin gerade so überfordert mit allen möglichen Sachen, die gerade passieren. Da muss ich erstmal schauen, wie das alles läuft. Ich finde es für mich wichtig, dass wenn jemand, ja, wenn man jemand meine Klamotten trägt, dass man und jemand anderes sieht, diese Person, dass man sagt, ey, wer ist denn das eigentlich? Gefällt mir. Die würde ich gerne kennenlernen. Krass. Oder man guckt nochmal hinterher oder so. Nicht jetzt in dem Sinne, dass es jetzt so eine krasse Form oder eine krasse Farbe haben muss oder so. Vielleicht ein bisschen japanisch, keine Ahnung. Ich mag auch da, ich mag so gerne Sachen, die, wo man halt einfach nochmal hinguckt. Ob das jetzt ein Schuh ist oder so. Oder ein besonderer Stoff. Vielleicht einfach nur ein kleines Highlight bei einer Tasche. Oder mein Star Wars-Ring, den ich immer um habe. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mode so nach Japan passt, nach England, so London vielleicht auch. Keine Ahnung. Einfach jemand, der Bock hat, vielleicht ein bisschen aufzufallen oder jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen auffallen, sondern einfach jemand, der Bock hat oder jemand, der Klamotte auf eine andere Art und Weise schätzt und nicht jetzt einfach wahllos irgendwie einkaufen. Und das hätte ich gerne. Und den Pullover nehme ich einfach in drei Farben, weil ist halt günstig oder ist halt so, sondern einfach jemand, der Bock hat. Und sagt, ey, das Teil finde ich so cool, das könnte ich einfach jeden Tag tragen oder ja, fällt irgendwie auf. Ich habe Bock, dass Leute auf die Klamotten angesprochen werden. Ja, auf das Ü dürft ihr euch freuen. Genau, also das Ü, das wird ja erst nach und nach so ein bisschen ein Schlüssel, was das alles so sein wird. Es wird, das heißt, es wird schon ein Label sein, hauptsächlich für Accessoires.
Das ist aber unabhängig davon, was ich mache. Also Susanne Boslau ist jetzt auch noch kein Label. Das wird sich jetzt auch erstmal noch entwickeln. Und das Ü ist jetzt einfach ein Zusammenschluss aus drei Mädels, die Coco, Bina und ich. Und wir machen jetzt Accessoires. Klamotten natürlich auch von mir. Projekte gerade aktuell. Ich bin gerade sehr viel beschäftigt mit der Vorbereitung der Herbert-Grönemeyer-Tour, wo Babina ihn bei unterstützt als Support Act. Und ja, da bin ich gerade sehr beschäftigt, macht aber auch sehr viel Spaß.